Schönen guten Tag, Herr Professor Weber. Klasse, dass Sie sich Zeit nehmen für einen gemeinsamen Austausch. Vielen Dank dafür, Professor Weber. Ja, Herr Brandstätter, freut mich auch ganz meinerseits. Jetzt gehören Sie ja in Deutschland zu einem der Vordenker und nicht nur Theoretiker, wenn ich das sagen darf, sondern auch zu den Praktikern. Sie haben sehr viele Initiativen auch gestartet, ganz besondere Themen sich auch für, oder auch für ganz besondere Themen engagiert. Sie selbst haben ja eine Professur an der Universität Mannheim für Management zum einen, aber eben, wie gerade angesprochen, haben Sie schon seit vielen Jahren neben Gastprofessuren und anderen Engagements zum einen die Peter Drucker Society gegründet, haben auch eine spezielle Zusammenstellung, vielleicht kommen wir danach auch nochmal drauf, der Management-Denker oder Vordenker, auch was, einen besonderen Pool an den Persönlichkeiten, die eben ja die Betriebswirtschaftslehre besonders stark geprägt werden oder die Managementlehre besonders stark geprägt haben und auch heute prägen und verändert prägen, mit aufgesetzt. Und das wären so zugleich die Kernthemen auch unseres Gesprächs. Und ganz besonders, und das wäre zugleich auch meine Einstiegsfrage an der Stelle, haben Sie neben den inhaltlichen Themen und den kleineren Veranstaltungsformaten, planen Sie jetzt im Februar nächsten Jahres eine Großveranstaltung, fast quasi sehr zeitgemäß, mit dem Titel Purpose. Und ist denn der Sinn den Unternehmen abgekommen, dass sie so eine Großveranstaltung zum Thema Purpose aufsetzen? Vielleicht sagen Sie dazu was, Herr Professor. Ja, genau, das ist die Frage. Na, ich glaube, die Organisationen arbeiten im Wesentlichen die meisten so wie immer, aber die Gesellschaft fragt genauer nach. Die Frage des Purpose, die Frage des Gemeinwohls, die Frage der Bestimmung, die eine Organisation sich gegeben hat oder verändert oder sucht, die trifft auf eine höhere Sensibilität in der Gesellschaft. Ausgelöst ist es vermutlich worden, also wie oft kommt das Ganze wieder mal auf der anderen Seite des Atlantiks, dass dieser Begriff Purpose mittlerweile auch in die deutsche Debatte so Eingang gefunden hat. Wahrscheinlich geht es zurück auf diese beiden Briefe von Larry Fink von BlackRock an seine Aktionäre. Er hat im Januar 2018 seinen obligatorischen Januarbrief an seine Kunden geschrieben und jetzt im Januar 2019 nochmal erneuert. Und dort kann man eigentlich sagen, das, was, wenn man so will, das Investmentbanking mittlerweile mit dem Begriff Purpose verbindet, schwappt in die anderen Organisationen hinein. Und das ist schon ein deutliches Signal, wenn also die in die Kritik geratenen Finanzorganisationen vor 10 Jahren, die ja die Krise mit ausgelöst haben, die sich mit solchen Fragen beschäftigen, dann scheint da schon was dran zu sein. Also das hat dann sicherlich einerseits mit dem Versuch, das Image wieder herzustellen bei den Finanzinvestoren, was ja gelitten hat, und andererseits natürlich auch gegenüber allen möglichen Organisationen, sei es im gewinnorientierten, aber auch im nicht gewinnorientierten Bereich und sogar bei Behörden und Ämtern auf die Frage zurückgeworfen wird, wozu seid ihr eigentlich da? Genau. Ja, das war wirklich ein Signal. Also auch für mich in der Klarheit, in der Aussage, so wie Sie es ansprechen, die er getroffen hatte, als sehr positives Signal, dass sich was bewegt. Was war bei Ihnen der konkrete Anlass im Team oder bei Ihnen persönlich auch, Herr Professor Weber, dass Sie gesagt haben, lass uns jetzt zu dem Thema eine besondere Veranstaltung machen, mal Menschen zusammenbringen und das Thema eben auf die Bühne heben oder in den Raum stellen an der Stelle? Naja, um es klar zu sagen, wir haben seit der Gründung vor etwa 10 Jahren und von unserer Gesellschaft haben wir nichts anderes gemacht, als die Fragen von Purpose in das Zentrum zu stellen. Dass wir wiederum jetzt seit 1-2 Jahren diesen Begriff in der gesellschaftlichen Debatte hat uns jetzt bestärkt, das natürlich weiter zu tun und insofern eigentlich auch mit dem Begriff, den Peter Drucker selber geprägt hat, damit letztendlich auch den Titel des Summits damit zu geben. Also insofern, warum so ein Summit? Es hat damit zu tun, dass sich die strategischen Fragen der Unternehmen völlig verändern, dass das disruptive Zeitalter
die Kunden nicht mehr einschätzbar sind, dass die Gesellschaft sich rapide verändert und auch innerhalb kürzester Zeit ganz neue Themen und Debatten, das für die Zukunftsfragen jeder Organisation plötzlich das Althergebrachte in Frage stellen. Das sind alles Fragen, die mit dem Gemeinwohl der Veränderung im disruptiven Zeitalter zu tun haben. Und das sind eigentlich die Fragen, die wir jetzt in diesem Summit auch vertiefen werden. Ja. Möchten Sie es denn ein wenig vertiefen? Also was ist konkret inhaltlich geplant oder auch welche Art von Formaten sind geplant an der Stelle und wer wird dort zusammenkommen? Wen sprechen Sie insbesondere an? Wir haben zwei Tage. Der erste Tag, der steht unter dem Motto die Arbeit neu denken. Wir bringen dort Leute zusammen, die mit unterschiedlichen Modellen schon das ausprobiert haben in ihren eigenen Organisationen. Einerseits im Hinblick, sagen wir mal, die ganze IT-Welt hat es natürlich aufgrund der Produktentwicklung gegenüber dem Kunden, die in kürzester Zeit sich im Wochenrhythmus verändert. Also das ist natürlich sicherlich einer der Bereiche, die mit rapiden Veränderungen zu tun haben auf der Kundenebene. Aber eben auch im Hinblick auf die Unterschiede zwischen den Generationen. Also wenn wir an den Hochschulen mit jungen Leuten zu tun haben, merken wir doch auch im Vergleich jetzt zu den letzten, was weiß ich, vor einem Jahrzehnt noch, wie sich die Generationen verändern. Und damit natürlich auch die Organisation Herausforderungen haben, Talente zu gewinnen. Also wenn wir bei großen, auch deutschen Aktiengesellschaften die High Potentials hören, wenn die ihre Verträge, ihre Bewerbungsphase hinter sich haben und Verträge angeboten bekommen und die Antwort ist, naja, drei Tage würde ich den Job gerne machen, aber zwei Tage würde ich weiterhin gerne in meinem Ehrenamt bleiben, in Anführungsstrichen, wo ich meinen Sinn finde. Dann hat sich tatsächlich, wenn die High Potentials in der Richtung ihre Identifikation mit der Organisation ein Stück weit davon abhängig machen, drei Tage die Woche kann ich mir wenig Identifikation leisten und zwei Tage meines Lebens werde ich mich mit Sinnfragen auseinandersetzen. Wenn das die Zukunft ist, dann haben die Organisationen ein riesiges Problem. Das ist der erste Tag. Also wir bringen jüngere Leute, insbesondere mit Leuten zusammen in größeren oder kleineren Organisationen, die neue Modelle entwickeln und entwickelt haben und darüber diskutieren wir. Am zweiten Tag haben wir dann insbesondere die Frage der gesellschaftlichen Debatte ins Zentrum gestellt. Wir haben mit zwei unseren beiden englischsprachigen Gästen, Jos de Blok und Moon Kokyun, jemand aus den Niederlanden, von Buurtzorg, dieses berühmte holländische ambulante Pflegeorganisation, die sofort in 13 Jahren, sagen wir mal, mit die flachhierarchischste Organisation der Welt entwickelt haben. Und wir haben mit Herrn Moon aus Korea, den Mitbegründer der koreanischen Peter Drucker Gesellschaft und auch frühere Präsidentschaftskandidat, jemand, der in seinen Großorganisationen sich gerade auch mit solchen gesellschaftlichen Fragen auseinandergesetzt hat und nach ihm auch das KH Moon Center for a Functioning Society am Drucker-Institut in Kalifornien. Mhm. Und dann nachmittags haben wir mit Leuten zum Beispiel, die sich wie Frau Mark vom Institut für Demokratieforschung in Göttingen sich mit ganz empirisch auch mit der Frage auseinandergesetzt haben, wie gehen Führungskräfte mit den Gemeinwohlfragen auch mit ihrer politischen und gesellschaftlichen Verantwortung um. Das ist so der zweite Teil. Ja. Insofern, Referentinnen sind Führungskräfte, die sich damit auseinandergesetzt haben, schon mit diesen Fragen. Die jungen Leute, die mitdiskutieren, der Generation Y oder X, die sind die Führungsnachwuchskräfte, die in der Richtung aus unserem Netzwerk auch schon dabei waren und sich dafür sensibilisiert haben und für eine gute Diskussion sorgen werden. Und natürlich als Gäste sind alle eingeladen, die sich mit diesen Fragen auch auseinandersetzen. Ja, ja. Und vom Format her, noch ein Satz, vom Format her haben wir natürlich dann ein sehr interaktive Workshop-Formate mit eingebaut, sodass wir also miteinander auch alle ins Gespräch kommen. Super spannend. Auf zwei Aspekte möchte ich nachher nochmal näher eingehen. Vorab aber zunächst doch auch gefragt, welche Hoffnungen verbinden Sie auch mit dieser Veranstaltung? Das ist eine besondere Veranstaltung, 10-jähriges, also Sie haben gerade gesagt, eine Vielzahl von Veranstaltungen in anderen Kontexten.
durchgeführt? Wird es auch vielleicht als Ergebnis eine Veröffentlichung geben? Oder wenn Sie wunschfrei haben, ja, vielleicht auch so formuliert, was soll da passieren? Also, oder was ist als Ergebnis nachher? Was wäre das, Herr Professor Weber? Papier ist geduldig. Das Wichtigste ist, dass wir in unseren Köpfen Veränderungen möglich machen. Und letztendlich geht es, Management und die Welt des Organisierens ist eine Welt weniger der ruhigen Textliteratur im stillen Kämmerlein, sondern eine Welt, die sich durch Face-to-Face-Kommunikation insbesondere verändert. Natürlich heute auch mit digitalen Medien, gar keine Frage, aber ich glaube, dass das Wichtigste ist, das wissen wir seit vielen Jahren, Jahrzehnten auch aus Forschungen, dass Führungsnachwuchskräfte durch den persönlichen Kontakt, durch das Vernetzen, durch das Nachhaken, was macht ihr da eigentlich und wie funktioniert das und wie flachhierarchisch das geht, also eine Führungskraft für 1000 Teams, jetzt in dem Fall unsere Kollege aus den Niederlanden und 14.000 ambulanten Altenpflegerinnen. Wie kann das funktionieren? Eine einzige Führungskraft und 14.000 Leute. Also uns kommt es darauf an, Leute sehr unterschiedlichen, mit sehr unterschiedlichen Hintergründen. Unser Schwerpunkt liegt ja übrigens eher im industriellen Bereich. Also unsere Mitglieder sind eher Leute aus der Industrie, aber auch mit eben anderen Organisationen aus verschiedenen Bereichen ins Gespräch zu kommen. Und radikale Modelle finden wir eben nicht nur im Herzen der industriellen Großorganisationen, sondern die sind mittlerweile eben genauso in der IT, in der Altenpflege oder sonst wo. Extrem spannend. Auch sehr innovativ finde ich den Ansatz, so wie Sie es gerade beschreiben, auch die Beispiele, also die Kollegen, die Sie eingeladen haben, eben cross-funktional zu schauen, branchenübergreifend zu schauen, ne? Da, wo man vielleicht auch manchmal eher fremdelt oder wo man doch jeweils in der eigenen Blase, im eigenen Kontext oder eben in einer bestimmten Sparte verbleibt, da eben Brücken zu schlagen in dem Sinne. Und ich glaube, das tun Sie auch. Das ist schon öfters gefallen, das Stichwort Peter Drucker Society an der Stelle, wo Sie Mitgründer, Mitinitiator sind. Was ist das eigentlich? Das vielleicht mal zum Einstieg als Frage. Also Sie meinen jetzt den Management-Vordenker Peter Drucker, dass ich dazu... Ja genau, Peter Drucker einmal als Person und was ist ja. Die Peter Drucker Society? Ist das ein Management-Club? Was machen Sie da eigentlich? Passiert da irgendwas hinter den Vorhängen, so wie man es sich vielleicht vorstellt und hackt die nächsten Sachen aus? Oder genau, Peter Drucker wird nicht jeder kennen und was macht dann Peter Drucker Society dann im nächsten Schritt? Ja. Also zunächst mal zu dieser Frage, was ist die Peter Drucker Society? Mit Peter Drucker Society, wir dürfen ja ruhig das mit deutscher Aussprache nutzen, verwenden, weil er hatte als Österreicher immer einen deutschen Akzent, wenn er amerikanisch sprach. Also der Peter Drucker, die Peter Drucker Society. Wir sind Leute, die ursprünglich gehen wir zurück auf ein Kompetenzzentrum für moderne Produktionssysteme. Das heißt also, eine an der Hochschule Mannheim angesiedelte Initiative, die sich mit der Frage von Lean Production, Toyota Produktionssystem und anderen Fragen auseinandergesetzt hat. Und aus dieser Verbindung, die im Kuratorium von großen Industrieorganisationen in der Region Rhein-Neckar existierte, habe ich diese Leute gefragt, möchten sie mit einsteigen in so eine Society, die sich eben über diese Lean-Fragen mit den generellen Fragen des Organisierens auseinandersetzt. Mhm. Und so ist es entstanden. Und Peter Drucker ist ja auch, wenn man an dem Punkt, sagen wir mal, den Link sogar bilden kann, einer der beiden Leute, die, wenn man so will, die Mitbegründer des Toyota-Produktionssystems sind, was niemand weiß, Nee. Alle kennen die Frage von Deming und die Statistiker, die letztendlich auf die Lean-Geschichten zurückgehen. Aber Peter Drucker hat sich Ende der 50er Jahre in Hakone am Fuße des Fujiyama mit den Toyota-Leuten damals getroffen. Okay. Und die Frage, dass man den Menschen in den Mittelpunkt stellt, auch bei Produktionssystemen, das ist eigentlich der Gründungsakt gewesen, neben den Qualitätsfragen, die von Deming und Co. kamen. Mhm. Also insofern, Peter Drucker war, wenn man so will, erstens war er gelernter Jurist, aber Geistes- und Sozialwissenschaftler, der in Europa vom Denken her groß geworden ist und dann mit seiner Frau Doris
die als Jüdin, die er mit der er befreundet war und die als Jüdin emigrieren musste, sind die beiden dann in den 30er Jahren über London nach Amerika ausgewandert. Und er war eigentlich, bis er von Alfred Sloan von General Motors sich mit Mitte, Ende 30 mit der Frage des Management und Organisation und Industrie beschäftigt hat, keiner, der sich damit jetzt großen Namen gemacht hatte. Er war eher Totalitarismusforscher, er war gelernter Völkerrechtler und war, wenn man so will, eher Philosoph als jetzt BWLer, wenn man so will. Und insofern die Frage von Drucker, man könnte sagen, es ist nur eine leichte Übertreibung zu sagen, dass Peter Drucker zu den wenigen Menschen in der jüngeren Geschichte zählt, die kaum jemand kennt, aber ohne deren Denken die Modelle, wie man die Modelle, moderne Welt versteht, ohne die sich, ohne sein Denken das gar nicht mehr erklären lässt. Mhm. Also er ist so tief durch seine in den 50er Jahren dann entwickelten Stichworte, kann man sagen, wie Zielvereinbarung, Selbstmanagement, Wissensarbeit, lernende Organisation, Kundenorientierung, Dezentralisierung, diese ganzen Begriffe gehen, sind heute so in das Fleisch und Blut der Organisation und des Management übergegangen, dass man da gar nicht mehr erkennen kann, woher der Quellcode kommt. Also insofern, Drucker war einer der Mitbegründer der modernen Managementlehre, der als mit seinem sozialwissenschaftlichen Hintergrund eben nicht nur anhand von rationalistischen Fragen der Betriebswirtschaftslehre, sondern mit den Fragen, wie können Menschen in sozialen Systemen Orientierung finden, das war seine zentrale Frage. Und damit hat er, wenn man so will, das verändert, was wir weltweit in allen Ländern der Erde, in allen Organisationen finden. So einen, wie er das mal auch in den 50er Jahren, der nannte in seinem Buch Landmarks of Tomorrow, A Universe of Pattern, Purpose and Process. Mhm. Also da taucht schon 57 dieses Wort Purpose auf. Genau. Also es geht um zwei Dinge in Organisationen, um Mustererkennung und Bestimmung, also Pattern and Purpose. Das heißt also, es geht um gesellschaftliche Gemeinwohlfragen, wozu sind wir eigentlich auf dieser Welt als Organisation? Und gleichzeitig, das erwartet die Gesellschaft von Organisationen, es geht darum, natürlich kluge Prozesse, Standards und Produktivität zu entwickeln. Mhm. Allerdings dann gleichzeitig, wenn man wiederum mit dem ersten Aspekt zu tun hat, mit einer neuen Mustererkennung in einer veränderten Welt oder mit einer anderen Werten in einer sich verändernden Welt, die Prozesse und die Routinen, die Prozesse wieder rückgängig zu machen. Also insofern in diesem Spannungsverhältnis zwischen Pattern und Purpose einerseits und Process oder Routine auf der anderen Seite, das hat er schon 57 in einem seiner Bücher beschrieben. Also insofern, das ist natürlich dann auch für unseren Summit-Titel passt das natürlich hervorragend. Purpose ist vermutlich der wichtigste Begriff von diesen dreien. Ja, unglaublich, ne? Als Management-Vordenker, als Person so weit gedacht zu haben, wo wir über Jahrzehnte hinweg vieles erfüllt haben, aber vieles eben auch nicht. Ne? Und dass er, so wie Sie auch gerade den Kontext gesetzt haben, mit welchem anderen Blick oder auch ganzheitlich dem Rationalen, ne, und der klassischen Betriebswirtschaftslehre, er aber eben ja, das Stichwort philosophischen Charakter mit einem anderen Blick, der Mensch im Mittelpunkt, er sehr ausbalanciert, wie, ich weiß nicht, kaum jemand anderer, aber halt doch beeindruckend, eben auch gesellschaftliche Themen von Beginn an mitgedacht hat und die gesellschaftliche Verantwortung der Führungskraft und von Unternehmen letztendlich mitgedacht hat, wo es über Jahrzehnte dran am Ende des Tages auch gehapert hat, ne? Oder wo wir jetzt eben aktuell und darum eben auch das Summit, dass die neue Generation oder die nachwachsenden Generationen das viel stärker einfordern, die Disbalance, die halt doch entstanden ist, dort entgegenzuwirken. Und ja, das Buch Die ideale Führungskraft, neben seinen vielen Büchern, die er geschrieben hat, formuliert ja in vielfältigster Weise auch den Anspruch. Und daher auch die Frage, würde er sich denn aus Ihrer Sicht im Grabe umdrehen, mit dem Blick auf die heutige Führungskraft oder der letzten Jahre, oder wie ist da Ihre Sicht drauf, der Interpretation? Ich sagte vorher schon ja, dass er, wenn man so will, sein erstes auf größere Resonanz gestoßenes Werk sind der deutsche Titel heißt Die Ursprünge des Totalitarismus. Ja. War einer von drei, vier Leuten, die in den Ende der 30er Jahre schon, sagen wir mal, vor Beginn des Zweiten Weltkriegs sich mit solchen Fragen beschäftigt hat.
Und auch lange bevor er sich mit Management beschäftigt hat, haben ihn die Fragen von totalitären Entwicklungen immer die größten Sorgen gemacht. Übrigens ja auch sein persönliches Leben war ja da sehr stark davon tangiert. Seine Frau hätte die Zeit damals in Deutschland nicht überlebt. Wie viele ihrer der Verwandten von Doris Drucker auch natürlich nicht. Also insofern, er wäre sehr besorgt, gar keine Frage. Insbesondere, weil er immer auch beschrieben hat, Management als gesellschaftliche Funktion. Mhm. Manager und in Organisation darf über solche, wenn Sie so wollen, gesellschaftliche Entwicklung oder auch der Entwicklung der Entfremdung zwischen der, wenn man so will, gesellschaftlichen Elite, insofern die Führungskräfte in Organisationen, die natürlich mehr Macht haben als der einfache Bürger, die einfache Bürgerin. Er wäre sehr besorgt. Also Management ist ein, gute Organisationen, so rum vielleicht auch, gute Organisationen sind ein Garant für die offene Gesellschaft. Und insofern dürfen wir in Organisationen zu diesen Entwicklungen nicht schweigen, in politischer Art, aber wir dürfen auch nicht in den Organisationen im Sinne der Wettbewerbsfähigkeiten der Nation. In Deutschland haben wir ja im Moment sehr stark die Diskussion, die Zukunft des Verbrennungsmotors. Mhm. Also auch solche Entwicklungen lässt sich, wenn man Purpose ins Zentrum stellt, eigentlich viel, viel früher erkennen, als letztendlich dann darauf reagiert wird. Also die Frage, Peter Drucker würde natürlich, er wäre sehr besorgt. Mhm. Und Sie jetzt als Peter Drucker Society oder Peter Drucker Society, Sie möchten den Inhalten und seinen Thesen ist ja eine Bereicherung, seine Bücher zu lesen, möchten Sie dem einen breiteren Rahmen geben quasi? Oder was machen Sie als Peter Drucker Society tatsächlich an der Stelle, um seinem Werk Rechnung zu tragen und zu verbreiten? Ja, wir versuchen da Leute zusammenzubringen, die das ähnlich sehen. Das heißt also, ja, dass man strategische Fragen nicht von gesellschaftlichen Fragen trennen kann. Mhm. Dass wir ganz im altgriechisch-philosophischen Sinne, dass wir es in der offenen Gesellschaft mit Pantarei zu tun haben. Okay. Alles fließt, Heraklit. Das heißt also, dass wir auch jetzt, wir sprechen ja auch vom Komplexitätszeitalter, vom disruptiven Zeitalter, ja, dass wir in der Richtung, dafür sind Peter Drucker halt solche Leute wie er, wichtige Figuren, die wir insofern auch nicht in Vergessenheit geraten lassen dürfen, von denen wir frühzeitig letztendlich die Erklärungsmuster dafür auch bekommen haben, wie man suchen kann, womit man sich beschäftigen kann. Ja. Und um diese Entwicklungen letztendlich im Sinne des Erhalts der Arbeitsplätze einerseits und des langfristigen Überlebens der Organisation einerseits und eben auch des Purposes, des Gemeinwohls, das in Einklang zu bringen. Das machen wir und wir bringen da entsprechend die Leute, die sich in ähnlicher Weise an Management mit einer eher interdisziplinären und breiteren Art und Weise da herangehen, die versuchen wir zusammenzubringen und insbesondere eben in Workshops, in kleineren und größeren Runden, in Veranstaltungen darüber zu diskutieren und dann natürlich auch in anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen mit denen zusammen an solchen Fragen dann zu kooperieren und Partnerschaften zu bilden. Sehr schön, sehr schön. Ja. Ist es denn für Sie, Herr Professor Weber, mehr frustrierend zu sehen, dass eigentlich vor Jahrzehnten schon alles da war, ja, und dass die Umsetzung doch so schwer fällt einerseits oder überwiegt bei Ihnen die Hoffnung, dass ja im Sinne von Reifegrad oder Entwicklung des Menschen und des gesellschaftlichen Wandels und des Fortschreibens und auch dem Reifegrad einer Gesellschaft, dass wir jetzt eben doch einen Punkt erreicht haben und auch das Summit letztendlich da einen Rahmen bietet, einfach an der Zukunft, an den Themen weiterzuarbeiten, um das, was unversöhnlich schien oder als Widerspruch erschien, doch mehr und mehr zusammenzubringen und Wege aufzuzeigen, dass es doch sehr wohl geht. Frustration wäre die völlig falsche Reaktion auf das, was letztendlich im Moment oder grundsätzlich auch in Organisationen passiert. Nein, wir
wir sollten lernen, sagen wir mal, wenn die Faktoren viele mehr werden und wir gar nicht mehr über Analysen weiterkommen, dass wir dann eigentlich ganz im alten mathematischen W. Ross Ashbyschen Sinne only variety can destroy variety, also nur die interne Vielfalt, indem man die interne Vielfalt erhöht, aha, sind wir in der Lage, die externe Vielfalt der Umwelt, der Umweltfaktoren zu verstehen, dass wir damit letztendlich ein Stück weit das Nichtwissen akzeptieren müssen, insbesondere an der Spitze von Organisationen und durch, okay, Autonomie, durch Selbstorganisation und letztendlich auch einem höheren Respekt vor nicht klassischen Erklärungsmustern von den Entscheidungen, über die wir heute zu entscheiden haben, mit Trends, die wir noch gar nicht verstehen. Letztendlich, ich bin, wenn man so will, wissenschaftlicher Enkel von Niklas Luhmann. Mein Doktorvater war einer der wichtigsten Luhmann-Schüler. Und von Luhmann wissen wir natürlich, dass sowas wie die Krise die moderne Gesellschaft ausmacht. Also ohne Krise würde es keine moderne Gesellschaft geben. Oder also die Aufklärung, die Fragen der Differenzierung, der Ausdifferenzierung der Gesellschaft, dass wir immer ausdifferenzierte Subkulturen, wenn man so will, soziale Systeme haben, das gehört zur modernen Gesellschaft. Und die Unerwartbarkeit, die Unübersichtlichkeit gehört zur modernen Gesellschaft. Natürlich, wie der Brite da, dieser britische Wissenschaftler mal so schön gesagt hat, natürlich haben die Anywheres und die Somewheres damit unterschiedliche Art und Weisen, damit umgehen zu können. Aber grundsätzlich können diejenigen, die eher in der Region und in ihren klassischen Berufen verankerten, mit den Anywheres, die eher so Globalisierungsgewinnler oder sich an den globalen beruflichen Fragen orientieren, gehören natürlich in jeder Gesellschaft weiterhin zusammen. Und ohne beide Teile wird die Gesellschaft auch in ihrer Ausdifferenziertheit nicht weiter existieren können. Also insofern, die Frage der Frustration stellt sich meines Erachtens nicht. Das liegt an jedem von uns, indem wir dort einerseits weiterhin für die offene Gesellschaft kämpfen, indem wir auch in den Organisationen Kritik. Ja. Organisationen sind ja im Prinzip kleine Mini-Gesellschaften, in denen wir genauso Kritik üben dürfen und müssen für die veralteten Produkte von gestern. Und wenn wir in den Silos der Organisationen, wenn es Großorganisationen sind, Verteidiger und Leute, die Erneuerer wollen, dann haben wir dort genauso die gleiche Konstellation. Also Kritik, Veränderung, Anpassung, das sind in der Organisation im Kleinen wie in der Gesellschaft im Ganzen Lernmöglichkeiten, mit denen, wenn wir die ermöglichen, letztendlich auch durch Veränderungen der Organisationsmodelle, der Hierarchien, die ein Stück weit Macht abgeben, dadurch ist im Kleinen passiert das, was im Großen dann nur zum Erhalt der offenen Gesellschaft beitragen kann. Also insofern, ich bin eher optimistisch bei all den Problemen, die wir haben, dass wir, wenn wir organisieren, ernst nehmen, dass wir dort das Muster finden, wie die offene Gesellschaft weiterleben kann. Mhm. Super schön, Herr Professor Gerber. Zum Abschluss, über das Purpose Summit hinaus, gibt es einen Wunsch von Ihrer Seite in dieser Richtung? Ja, wir haben zunächst mal unseren Summit geplant zum Feier unseres 10-jährigen Bestehens, aber wir haben jetzt auch durch die Resonanz sind wir ermutigt worden, auch in den Folgejahren im größeren Umfang solche Summits, so eine Veranstaltung anzubieten. Und wir würden dann auch in den Folgejahren, meistens im Januar, Februar jeden Jahres, dann vermutlich weiterhin im Mannheimer Raum ähnliche Veranstaltungen machen. Zu einer Fragestellung, die letztendlich, was wir in diesem Februar gemeinsam diskutieren, dort werden sich dann entsprechend in unserem Netzwerk die Themenstellungen für 2021. Wir sind offen für das, was kommt, und Purpose Summits kann man nie vorausberechnen. Wir haben ja auch in den letzten Jahren und Monaten gesehen, wie schnell die neuen Themen auf die Agenda kommen. Also wir lassen selber uns überraschen und warten, was da kommt, insbesondere was unsere Gäste und unser Netzwerk uns zuflüstert. Ja. Es sind ja nur manchmal das Flüstern, auf das man achtet, und dann wissen wir das Thema von 2021. Genau. Vielen Dank nochmal für Ihre Zeit. Ich freue mich auf Februar, auf das persönliche Zusammenkommen, auf den Austausch und natürlich alles Gute beim Endspurt und alles Gute für diese großartige Veranstaltung. Vielen Dank, Herr Brandstätter. Auch an Sie alles Gute und bis bald. Danke, bis bald. Tschüss. Tschüss.